Wo willst du hin? Komm. Wonach suchen wir? Da ist es. Wow. Wollen wir noch ein paar Lockpits suchen? Brauchen wir Geld? Okay. Wir brauchen immer Geld. So, na dann. Machen wir den Lader mal auf. Fertig. Na dann. Das Grab deiner Mutter. Man hat sie in einer luftdichten Kammer konserviert. Ihre Fingerabdrücke bringen uns in Comstock-Haus rein. Sie ist deine Mutter. Für eine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt, habe ich nicht besonders viel übrig. Denk nochmal darüber nach, was du da tust. Da. Machst du die Tür auf oder muss ich ohne dich rein? Ohne mich? Elizabeth. Sie ist es. Wie geht es dir, Mutter? Eingesperrt da drin, was? Da haben wir beide was gemeinsam. Komm, ich mach das. Nein. Ich mach das. Was genau, Mama? Suche. Oh. Elizabeth. Ah. Welcher Löwe ist es nicht, wenn sein Junges leidet? Aber Strafe muss sein. Wenn du nicht auf mich hören willst, dann vielleicht auf deine Mutter. Alter, geh weg. Lissy? Ich weiß Elizabeth. Nicht. Alles in Ordnung. Nein, wo ist sie hin? Warte, du musst dich erstmal ausruhen. Nein, ich hol uns diese Hand. Elizabeth, warum ist deine Mutter ein Geist? Ja? Sie ist keiner. Er hat mich benutzt, um dieses Gerät anzutreiben. Er hat irgendeinen Riss geöffnet. Oh Mann. Es wird immer besser. Tja, das war's dann für deine Mutter. Was ist sie? Ich weiß nicht. Was bin ich? Mein Gott. Ist sie die Quelle meiner Kraft? Aber was ist sie? Tot oder lebendig? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Der Unterschied zwischen den Zeiten ist rein sprachlich. Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Könnten wir erfassen, was Zeit wirklich ist? Wozu sollten Grammatiklehrer dann noch morgens aufstehen? Wie wir alle existiert Lady Comstock überzeitlich. Sie ist tot und zugleich lebendig. Sie merkt, sie ist beides. Sie findet diesen Zustand unangenehm. Wahrnehmung ohne Verständnis ist eine gefährliche Sache. Da! Fußspuren. Sie geht Unerledigtes erledigen. Wir müssen hinterher und sie dazu bringen, die Tore zu Comstock-Haus zu öffnen. Oh Mann, ehrlich? Fußspuren? Schade, dass sie brauchen, um Comstock-Haus zu betreten. Sie scheint nicht sehr kooperativ zu sein. Man kann sie aber zur Vernunft bringen. Drei Wahrheiten müsst ihr erst entdecken. Wahrheiten, die Comstock in dieser Welt zerstört hat. Wenn nur einer von euch Raum und Zeit verändern könnte. Das wäre ein Segen, was? Ja, die Kleine. Raum und Zeit verändern. Auch noch sarkastisch. Irgendetwas stimmt nicht mit Lady Comstock. Ja, habe ich bemerkt. Nein, du verstehst nicht. Sie gehört nicht hierher. Ich habe etwas hergeholt, aber ich weiß nicht, ob sie es war. Wer soll es denn sonst sein, hä? Schätzchen, Schnuckiputz. Ich glaube, wir sollten jetzt dann
Weil ich überziehe drastisch, weißt du? Das ist ein bisschen blöd. Ach. Oh Mann. YOLO. Ja. Na klasse. Lady Comstock. Komm raus, wo immer du bist. Ich will dich nur. Ich will nur mit dir spielen. Definitiv will ich nur mit dir spielen. Was hast du schon wieder? Wie sie guckt. Mehr Geld. Cool. Okay. Her damit. So, haben wir jetzt alle? Na, wie schaut's? Was war das? Wo laufst du schon wieder hin? Wir müssen da gar nicht hin. Wir sollten echt umdrehen. Hast du was gefunden? Nö. Dann sag nicht hm. Kriegst du? Kannst du das öffnen? Oh, das wird nicht lange dauern. Na dann. Bitteschön. Ist die Beste. Hey, ich schwöre, hat doch gerade. Lol. Gucken wir uns hier erstmal um. Okay, wir sollten weiter. Okay. Ein Riss. Da ist etwas drin. Soll ich ihn öffnen? Ah ja, mach halt. Meine Mutter. Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Propheten. Und Madame Lotes? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deine Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Phoenix. Steril? Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du denn für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Sie hat Ehrlich? Verdient, was Comstock ihr angetan hat. Finch? Wie hast du das vorhin gemeint? Lady Comstock gehört nicht hierher. Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von... ich weiß nicht. Okay. Da liegt was. Lady Comstock scheint das Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und ihrem geliebten Propheten zu halten. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind ist das Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Okay. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Okay. Geh mal hoch. Hallo? Liz?
Alter, spawnet immer hinter mir, das ist gruselig. Was zur Hölle war das? Okay. Na, was haben wir denn da? Sieh einer an. Ich fühle mich schon besser. Ja. Definitiv. Hier drüben! Gut. Comstock hat unsere Vorrichtung sabotiert. Doch wir sind nicht tot. Theorie. Wir sind über den Möglichkeitsraum verteilt. Aber mein Bruder und ich sind zusammen. Und so bin ich zufrieden. Er aber nicht. Die Sache mit dem Mädchen bleibt ungelöst. Aber vielleicht gibt es jemanden, der sie an unserer Stelle zu Ende bringen kann. Hm. Sollten wir hier eine Adresse finden? Aber hier ist noch nichts. Du weißt nicht zufällig, wo es hingeht. Anscheinend nicht. Ach mal, da hinten ist auch noch eine Tür. Die geht ja nicht auf. Die geht auch nicht auf. Na dann. Kamera auch nicht. Hast du was gefunden? Tja. Wohin? Raus? Na dann. Kann ich eigentlich... Nee, kann ich nicht. Mann, ich will speichern. This sucks. Okay, die ist ein bisschen... Entschuldigung. Wer lässt hier Geld liegen? Ehrlich jetzt? Darunter, okay. Rüstet ihn bei lebendigem Leib! Deine Seele möge brennen! Man sieht sich. Ja. Richtige Richtung. Lauf hauen, das will bleed. Finde den nächsten Riss. Spatzi, kriegst du es auf? Kannst du mir das mal ansehen? Echt? Dieses olle Schloss? Ja, genau, dieses olle Schloss. So. Danke. Alter. Oh fuck.
Ja, okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Autospeicher mitsieht. Weil dann sag ich und die bezaubernde Lissy hier auf Wiederschauen und bis, ja, ein andermal. Oder? Ja, ich denke schon. Wir sehen uns.